Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der Facebook-Nutzer Arthur Lim hat im Flur seines Hauses eine Überwachungskamera installiert, die, wenn er sie scharf stellt, ihn Meldungen aufs Handy schickt, sobald sich dort etwas bewegt. Eines Tages wurde er von folgender Aufnahme überrascht, die ihn etwas verstört zurückließ. Aber schauen wir mal rein. Zunächst kann man sich schon vorstellen, dass man sich bei dem Anblick etwas gruselt, da sich Schuhe für gewöhnlich ja nur bewegen sollten, wenn auch ein Fuß drin steckt. Und schaut man in die Kommentare unter dem Video, fallen einem ziemlich schnell die Leute ins Auge, die schreiben, dass er Mehl in den Raum verstreuen soll, um zu schauen, ob ein Geist dort Fußabdrücke hinterlässt. Was natürlich eine super Methode ist, wenn man seine Ghost Hunter-Ausbildung durch Lehrfilme namens Paranormal Activity gemacht hat. Jedoch wäre hier ein guter Erklärungsansatz, wie auch eine Person in den Kommentaren erwähnt hat, dass die Schuhe leicht gebogen sind und dadurch die Kontaktfläche mit dem Boden sehr gering ist, wodurch ein leichter Windzug bereits ausreicht, um einen solchen geisterhaften Effekt zu erzeugen. Natürlich kann so eine Bewegung aber auch von einem Geist erzeugt werden. Beachtet man aber, dass hier auch Türen in der Nähe sind, die sehr häufig Luftzüge am Boden verursachen, halte ich diese Erklärung am schlüssigsten. Und das Mehl kann hier getrost weiter zum Backen verwendet werden. Die YouTube-Nutzerin Amber Scott arbeitet in einem Krankenhaus in Los Angeles, das unter den Mitarbeitern bekannt sein soll für alle möglichen Spukphänomene, von denen immer wieder untereinander berichtet werden soll und mittlerweile zum Alltag für die Mitarbeiter gehört. Eines Tages bemerkte sie, wie eine der Schubladen im Raum, in dem sie gerade arbeitete, von selbst aufging und begann, nachdem sie die Schublade wieder zugeschoben hat, zu filmen und bekam Folgendes auf Kamera. Ich Everybody's in here. I'm not sure. Just open by itself. And I'm getting out of here. Bye. Des Weiteren berichtet Amber davon, dass sie vor einiger Zeit Zeuge wurde, wie Dinge aus heiterem Himmel aus Regalen flogen und Maschinen, die abgestellt wurden, von selbst Geräusche machten, ohne am Strom angeschlossen zu sein. Ziemlich gruselig auf jeden Fall. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir es hier mit echten Spukaktivitäten zu tun haben könnten, da ich immer wieder von ähnlichen Erlebnissen höre, die mir Zuschauer erzählen, die selbst in Krankenhäusern arbeiten und ebenfalls mit solchen Dingen öfter mal konfrontiert sind. Schreibt gerne mal eure Erlebnisse oder Erzählungen von Kollegen in die Kommentare, wenn ihr auch in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen arbeitet und es teilen wollt. Definitiv ein interessantes Thema. Der YouTube-Nutzer Alex Bacon arbeitet im Wachdienst in einem Gebäude in Atlanta, in dem vor Jahren eine Tragödie stattfand, in der einige Personen ihr Leben ließen. Seit er dort arbeitet, hört er immer wieder seltsame Geräusche im Gebäude, die meist aus dem WC-Bereich stammen, und er laut eigenen Angaben immer wieder vergeblich versucht hat, das Ganze auf Kamera festzuhalten, da die Aktivitäten so schnell nachlassen, wie sie gekommen sind, und er nicht rechtzeitig eine Videoaufzeichnung starten konnte. Bei dieser Aufnahme ist es ihm jedoch gelungen, wie wir gleich möglicherweise sehen werden.
ziemlich gruselig, wenn das Ganze sich wirklich so abgespielt hat, wie wir im Video sehen. Ein Kommentator erwähnte, dass er denkt, dass dort jemand auf der Toilette steht. Jedoch klärte der Filmer das Ganze auf und antwortete, dass er selber auf der Toilette saß, während er das Ganze filmte. Und das, was man dort sieht, die Waschbecken sind. Ziemlich kurios auf jeden Fall. Vielleicht spukt es hier ja wirklich. Falls ja, kann man nur froh sein, wenn man rechtzeitig auf dem Klo sitzt, wenn die Aktivitäten losgehen. Denn wer weiß, was sonst in der Hose landen würde. Das Team von Devil's Hour Productions bereitete eine paranormale Untersuchung vor und wollte sich mit dem Besitzer der Location treffen, um weitere Details vor Ort zu erfahren und für die spätere Untersuchung besser gewappnet zu sein, und konnten hier scheinbar schon im Vorfeld etwas auf Kamera festhalten, das sie sich nicht erklären können. Ich habe hier die Tonspur vom Video stumm geschaltet, aufgrund der Musik im Video. Jedoch werde ich euch genau erklären, was dort vor sich geht. Als sie herumfilmten, während sie auf den Besitzer warteten, ging im anderen Raum eine der Fensterladen ruckartig zu, während die andere, völlig ohne sich zu bewegen, in Position blieb. Im Verlauf des Videos sieht man außerdem, dass die Fenster im Raum geschlossen sind. Und laut dem Team waren auch die weiteren Fenster des Gebäudes alle geschlossen. Matt Benton, der Chef der Truppe, versuchte dann, die Fensterladen mit Pusten zu bewegen, was folgendes Ergebnis brachte. Zunächst ziemlich interessant, da man sieht, dass die andere Fensterlade ziemlich einfach durch Pusten bewegt werden konnte, während es bei der anderen schon schwieriger war. Jedoch fand ich hier etwas seltsam, und das soll absolut keine Unterstellung sein, dass er bei der Fensterlade, die von selbst zuging, beim Pusten die Hände vor dem Mund gehalten hat und nicht wie bei der anderen ganz normal gepustet hat. Wobei es natürlich auch damit erklärt werden kann, dass er bei dieser Fensterlade ganz besonders gezielt pusten wollte. Jedoch kann man das natürlich nicht mit Sicherheit sagen, da man nur die hintere Perspektive hat. Grundsätzlich finde ich jedoch, dass es von den reinen Geschehnissen betrachtet ein ziemlich interessantes Video ist, wo eventuell mehr hinterstecken könnte. Und übrigens, euch ist sicher auch dieses herunterhängende Ding aufgefallen, was am Fenster hing und herumpendelt. Man kann es natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber ich bin der Meinung, dass es außen am Fenster ist. Was jedoch auch darauf hindeutet, dass es zu dem Zeitpunkt windig war und es doch einen Luftzug durch ein undichtes Fenster gab. Jedoch halte ich hier ein paranormales Ereignis für durchaus möglich. Aber was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Der YouTuber John the Paranormal Guy, der sich, wie der Name schon sagt, auf seinem Kanal viel mit dem Paranormalen beschäftigt, hat ein kurzes Video hochgeladen, das er filmte, nachdem er seinen Rucksack von seiner letzten paranormalen Untersuchung ausgepackt hat. Er spürte an diesem Tag mehrere kalte Bereiche im Raum, die für ihn sehr ungewöhnlich waren, und griff sofort zu seinem K2 Meter, um Messungen zu machen, die möglicherweise seine Vermutung bestätigen sollten, dass dort etwas Paranormales vor sich geht. Und konnte dabei Folgendes auf Kamera festhalten. So, it looks like nothing here. And then I get it over to here.
doesn't make sense. There's no electrical anywhere near here. That plug outlet is about 6 feet away. Ziemlich spannend, da die Wände mit Stromleitungen etwa 1,80 Meter entfernt sind und für gewöhnlich ein K2-Meter nicht so stark ausschlagen würde. Zumindest konnte ich es während meiner ersten Nutzung des Geräts, als ich noch keine Erfahrungen hatte, keine ähnlichen Ergebnisse erzielen, während ich noch viel näher an solchen Leitungen dran war. Meine Idee, wenn man es irdisch erklären will, wäre hier, dass möglicherweise sein Smartphone nicht im Flugmodus eingestellt war und es dadurch zu diesen Messungen kam, da man so etwas schon mal schnell vergessen kann, wenn etwas Seltsames vor sich geht und es schnell untersuchen will. Jedoch in Verbindung mit den kalten Bereichen, die er im Raum spürte, könnte man dennoch ebenfalls stark vermuten, dass es sich hierbei doch um etwas Übersinnliches handelt. Wer weiß? Der YouTube-Nutzer Solutions aus Pakistan hat vor einem Jahr ein Video veröffentlicht mit dem Titel „Geisterobjekt bewegt sich von selbst“. Echt, keine Tricks. Wenn ihr irgendetwas findet, dann verlasse ich YouTube. Das bedeutet also, dass wir jetzt wahrscheinlich etwas ziemlich Heftiges zu Gesicht bekommen bei so einer mutigen Aussage. Schauen wir mal rein. Ihr werdet es sicher auch bemerkt haben. Die Süßstoffdose steht auf einem glatten Tablett. Und durch seinen Schlag mit der Kaffeetasse entstehen nun mal Vibrationen, die den Süßstoff mit Leichtigkeit bewegen, auch aufgrund der geringen Berührungsfläche mit der Oberfläche. Wahrscheinlich stand das Tablett auch noch etwas schief, was die Bewegung umso mehr begünstigt. Ein Geist, der Diabetes hat und daher lieber zum Süßstoff greift für seinen Geisterkaffee, kann man hier, denke ich, jedenfalls getrost ausschließen. So, und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mythenecke.